Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Online-Seminarreihe zum Thema Klimalügen. Heute soll es ganz konkret in den Austausch gehen. Wir wollen uns mit Maßnahmen und Strategien gegen Klimadesinformation beschäftigen, Erfahrung und Wissen austauschen und Best Practices kennenlernen und auch vor allem mit Ihnen in den Austausch kommen. Wir haben heute eine wirklich große Runde hier, das freut uns sehr. Und auch drei ganz wunderbare Referentinnen. Alexandra Gese ist heute zum dritten Mal dabei. Alexandra ist Europaabgeordnete und Vizepräsidentin der Gruppe Greens EFA. Da seht ihr sie genau im Europäischen Parlament. Heute zum ersten Mal dabei ist Felix Kröner. Er ist Policy Advisor bei Reset Tech. Das ist eine ja, Initiative, die sich für die digitale Demokratie einsetzt. Und unsere dritte Referentin ist Katja Jäger. Katja ist Themenlead für digitale Demokratie und Teil der Geschäftsführung im Better Place Lab. Das ist ein digital-sozialer Think- und Do-Tank aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Vera Meyer. Ich bin hier in der Heinrich-Böll-Stiftung für den Bereich digitale Ordnungspolitik zuständig und werde heute durch diese Veranstaltung führen. Wir haben diese Reihe, ich sagte es schon, es ist der dritte Teil. Wir haben diese Reihe gemeinsam in der Böll-Stiftung organisiert mit meinen KollegInnen Katharina Klapeck und Zora Siebert und Alexandra Gese und dem Team. Wir haben uns in der ersten Sitzung vor allem wirklich mit den grundlegenden Fragen rund um Klimadesinformation beschäftigt. Da hatten wir Jenny King da vom Institute for Strategic Dialogue und sie hat uns erklärt, wer sind die AkteurInnen von Klimadesinformation, was wenden die für Strategien an, wie verbreiten sich die Inhalte und das war dann letztlich auch die Grundlage für das zweite Webinar, in dem wir uns mit der Rolle von Verschwörungsgruppen, von RechtspopulistInnen beschäftigt haben. Und da hatten wir auch ganz tolle Gäste. Da war Claire Duvigneau mit dabei, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, Klimaaktivistin, Katharina Schulze, Grünen-Politikerin aus Bayern und Alexandra Gese, die eben auch nochmal von ihren Erfahrungen berichtet haben und auch nochmal dargestellt haben, was Klimadesinformation eben auch für AktivistInnen, für PolitikerInnen bedeutet und wie eben Verschwörungsgruppen, RechtspopulistInnen Klimadesinformation auch ganz gezielt nutzen in der deutschen Debatte. Wir haben beide Seminare aufgezeichnet. Die können Sie gerne, wenn Sie wollen, auf unserem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Daher nochmal hier der kurze Recap. Der Link folgt gleich im Chat. Und das ist auch die Überleitung zu den kurzen technischen Hinweisen. Auch dieses Webinar wird wieder aufgezeichnet. Da mussten Sie auch am Anfang kurze Einverständnis geben. Es wird auch danach wieder veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal. Es gibt eine englische Simultandolmetschung. Wenn Sie da den Kanal wechseln wollen, gehen Sie einfach unten im Bildschirm, am Bildschirmrand auf das Symbol mit dem Globus und wählen Englisch aus. Und Fragen können Sie dann am Ende über das F&A oder Q&A-Tool stellen. Da werden wir ungefähr eine knappe halbe Stunde, 25 Minuten Zeit haben. Kurz zum Ablauf. Alle drei Referentinnen werden jetzt mit einem kurzen Statement, kurzer Einleitung beginnen. Alexandra macht den Anfang, danach übernimmt Katja Jäger, die nochmal ganz konkret auf gezielte Maßnahmen gegen Klimadesinformation eingehen wird. Und Felix Kröner wird dann nochmal ein bisschen Kontext geben zum Thema Europawahl und auch zur Rolle der großen Plattformen. Wir haben danach ca. 15 Minuten Zeit für eine Panel-Diskussion und gehen dann über zu den Fragen. Damit, Alexandra, würde ich gerne an dich übergeben und dich noch kurz vorstellen. Du bist zwar hier aus der Reihe jetzt schon ein bekanntes Gesicht, aber vielleicht gibt es noch jemanden, der dich noch nicht kennt. Du bist seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament. Seit 2022 bist du stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Gruppe Greens EFA. Und du bist vor allem innerhalb der Grünen-Gruppe bist du Expertin für Desinformation, Plattformregulierung. Und ich glaube, woher dich die allermeisten kennen werden, ist als wichtige Verhandlerin für den Digital Services Act. Da wirst du bestimmt gleich noch drauf eingehen. Und damit übergebe ich an dich.
Ja, ganz herzlichen Dank, Veran, und ganz herzlich willkommen auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier aus dem Europaparlament in Brüssel. Ich finde, diese Veranstaltung ist heute wirklich hochaktuell. Es ist ja gerade ein Bericht erschienen, der sagt, Desinformation und Missinformation sind das größte kurzfristige Risiko und extreme Wetterbedingungen, sprich die Folgen des Klimawandels, das größte längerfristige Risiko. Und das ist kein Bericht eines Klimaforschungsinstitutes oder eines grünnahen Institutes, sondern das ist der Bericht des World Economic Forums. Klimadesinformation ist außerdem die dritte Säule der Hetze, der Panikmache der rechtsextremen Bewegung weltweit. Da steht an erster Stelle Migration, an zweiter Stelle die Hetze gegen die queere Community und an dritter Stelle auch der Kampf gegen den Klimaschutz mit sehr viel Klimadesinformation eben. Und wir wissen ja gerade auch in Deutschland im Moment, wie aktuell dieses Thema ist, denn mit diesen Themen soll eben nicht nur die Politik verändert werden, sondern die Demokratie als Ganzes angegriffen werden. Deswegen ist die Frage wirklich dringend, was kann man dagegen tun? Wir haben in den beiden vorherigen Ausgaben schon eine gute Ursachenanalyse gemacht. Jetzt fragen wir uns, was kann man tun? Und das ist gar nicht so einfach. Es kommt oft der Ruf, naja, man müsste das einfach verbieten, aber wir haben glücklicherweise in einer freiheitlichen Demokratie Meinungsfreiheit und deswegen muss man mit diesem Instrument extrem vorsichtig umgehen. Und alles, was wir zum Thema Klimaschutz und Klimawandel wissen, ist natürlich Wissenschaft und Wissenschaft ändert sich. Informationen sind auch im Fluss, dadurch wird die Definition auch sehr schwierig. Dazu kommt, dass Klimaleugnung ja oft nicht mehr diese klassische Form hat, zu sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht, sondern es geht mehr darum, Widerstand gegen effektive Maßnahmen aufzubauen oder zu sagen, die Maßnahme ist richtig, aber bitte nicht hier bei uns in Deutschland und Europa und sondern woanders und so weiter. Das Ganze ist also deutlich subtiler. Aber es gibt drei große Themenbereiche, mit denen wir Klimadesinformation bekämpfen können. Das erste ist, den Klimaschutz eben nicht isoliert als Klimaschutz, als Umweltmaßnahme anzusehen, sondern in einen sozialen und wirtschaftlichen Kontext einzubinden, also dafür sorgen, dass die Maßnahmen sozial verträglich geschehen und dass auch der Einfluss auf die Wirtschaft, auf unsere Industrie betrachtet wird, weil da auch ist es wichtig, dass wir jetzt dran gehen, damit unsere Industrie nachher nicht hinterherhinkt im Verhältnis zu den anderen Kontinenten. Aber auch dafür muss man natürlich politische Mehrheiten schaffen. Und genau diese politischen Mehrheiten für den sozialverträglichen Klimaschutz werden durch Klimadesinformation gefährdet. Das Zweite ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir Botschaften kommunizieren, es geht nicht nur um sachliche Argumente, welche emotionale Tonlage benutzen wir, wie halten wir Gesellschaft zusammen und machen Klimaschutz nicht zu einem Anliegen eines kleinen Teils der Gesellschaft, den andere nicht teilen, sondern sorgen dafür, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, mit der sich Menschen auch auf positive Art und Weise identifizieren können, dass sie dazu beitragen. Und das Dritte ist mein eigentliches politisches Fach, nämlich die digitale Regulierung. Wie können wir verhindern, dass soziale Netzwerke Klimadesinformation ganz besonders stark nach oben spülen und ganz besonders stark auch gerade die absurdesten Botschaften erstmal an die Communities ausspielen, die wahrscheinlich dran glauben und solche Botschaften dann viral gehen lassen, sodass man sie dann nachher kaum noch einfangen kann. Das sind für mich die drei großen Aufgaben. Ich freue mich sehr, dass wir tolle Referentinnen heute haben. Ich freue mich sehr, dass wir das mit Katja Jäger von Better Place und Felix Grüner von Reset diskutieren und ich freue mich auch sehr auf Ihre Fragen. Danke, Alexandra, für die einleitenden Worte. Ich würde sagen, daran kannst du, Katja, ziemlich nahtlos anknüpfen. Ich möchte dich noch einmal kurz vorstellen. Du bist schon seit einigen Jahren im Better Place Lab, arbeitest dort an der Schnittstelle von Digitalisierung und Demokratie und bringst ja letztlich sehr viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen auch zusammen, um einen systematischen Umgang mit Desinformation auszuloten. Und ich glaube, das ist auch hier für diese Runde nochmal sehr, sehr interessant. Daneben bist du auch lange Gastlektorin gewesen an der Berlin School of Economics and Law. Und wir freuen uns auf deinen Kurzinput. Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Genau, ich knüpfe auch gern daran an, was Alexandra gerade schon sagte. Denn was uns daran oder wo wir im Better Place Lab vor allem den Fokus drauf legen, ist, dass wir mehr miteinander auch kollaborieren müssen, also auch in der Zivilgesellschaft, eben auf Seiten der Guten, ja, also die Menschen, die versuchen wirklich, sich für sozial-ökologische Transformation einzusetzen, aber eben auch, wie müssen digitale Räume gestaltet werden, all diese großen Themen unserer Zeit.
Wir haben in dem Zuge auch mit anderen Akteurinnen zusammen eine Studie zum Thema Desinformation veröffentlicht. Da haben wir mit Perspektiven aus der Medienbildung, aus der Regulierung, aber auch aus dem Fact-Checking eben die große Frage gestellt, wie können wir denn diesem Phänomen der Desinformation gewahr werden? Und das Erste ist, dass wir versucht haben, das zu systematisieren. Also wir blicken auf Desinformation als Wertschöpfungskette, wo eben Akteurinnen Desinformation initiieren, produzieren, verbreiten, dafür sorgen, dass es eben Gehör findet, leider. Leider funktioniert das auch sehr gut bisweilen. Da können Sie und ihr gerne in der Studie noch mal tiefer nachschauen, was diese einzelnen Phasen ausmacht, wer da so mitspielt. Auch da haben wir online eine interaktive Karte aufgemalt, wo man so durchklicken kann, wer denn so die bekanntesten Akteurinnen der Desinformation sind. Und was wir dann aber vor allem im nächsten Schritt tun und was ich auch heute ins Zentrum stellen möchte, ist, dass wir systemisch drauf schauen. Weil wenn wir über diese Wertschöpfungskette beispielsweise sprechen, der Desinformation, dann sind wir schon in der Reaktionslogik. Dann schaue ich mir schon an, wie kann ich reagieren auf Desinformation. Was ich aber viel wichtiger finde heutzutage, ist, mich zu fragen, wie sieht denn überhaupt eine Informationskette aus oder wie kann ich agieren und informieren auf eine Art, dass eben diese Form der Kommunikation mehr gehört wird einfach. Und was wir eben immer wieder sagen, ist, dass wir auf Desinformation auch als Phänomen schauen müssen. Nämlich, was sagt uns das über den Zustand der Gesellschaft denn eigentlich aus, wenn das so erfolgreich ist? Und dann muss ich mir viel größere Fragen angucken. Nämlich, warum muss ich mich mit einer Vertrauenskrise, oder ich muss mich eigentlich mit einer Vertrauenskrise in repräsentative Institutionen beschäftigen und mich fragen, warum sinkt das eigentlich seit Jahrzehnten immer mehr? Um es ein bisschen aufs Digitale zu übertragen, Asim Azad hat ein tolles Buch geschrieben, da spricht er von der exponentiellen Kluft, in denen technologische Entwicklungen eben immer vorwärts gehen und die politisch-ökonomische Sphäre, politisch-öffentliche Sphäre, Entschuldigung, also der öffentliche Sektor, hinterherhinkt. Und genau dieses auch hier, ne, sehen wir diese Reaktion. Da müssen wir einfach rauskommen. Und wenn ich mir jetzt vor allem anschauen will, wie gehe ich mit Desinformation im Klimabereich um, auch das wird schon gesagt, ich muss es vor allem als soziales Thema einbetten. Ich zitiere da immer ganz gerne den Aktivisten Chico Mendes, der gesagt hat, Ökologie ohne Klassenkampf ist nur Gartenpflege. Also wir müssen uns eben anschauen, wie wir sozial auf Klimafragen draufschauen können. Und dahinter steht einfach ein großer Paradigmenwechsel. Auch, dass wir uns nochmal angucken, wie haben wir eigentlich die Beziehung zu Mensch und Natur gebaut. Also das, die Zeit des Anthropozäns ist vielleicht auch einfach mal vorbei. Und wenn ich jetzt aber wieder zurück zum Thema auf systemische Lösungen schauen will, dann finde ich beispielsweise mein Grundeinkommen sehr toll, weil die eben einerseits dafür sorgen, dass Menschen in dem Falle ja Geld bekommen, um sich erstmal selber auch zu verorten, was wollen sie im Leben, macht aber auf einmal auch ressourcenfrei, sich zum Beispiel anders zu bewegen durch eine Stadt, vielleicht sich selber besser zu versorgen, einfach nachhaltiger zu agieren. Und noch eine Anekdote aus einem Workshop, das Workshop-Programm, das wir anbieten, das nennen wir systemischen Umgang mit Desinformation. Da haben wir im Endeffekt das gesehen, was wir da draußen sehen, nämlich, dass sich als Teilnehmende eine Person geäußert hat und sagte, ach, das mit den Dieselmotoren ist gar nicht so schlimm und der Klimawandel ist da auch eh nicht vom Menschen irgendwie vorangetrieben. Und wir haben dann gemerkt, so ups, wir haben jetzt eine Person im Raum, die genau das leugnet, was wir eigentlich versuchen, anders anzugehen oder zu bekämpfen. Und parallel hat dann eine Teilnehmende in den Chat ganz viele Informationsartikel geschickt, so hier, warum Dieselmotoren schlecht sind und so weiter. Und wir haben das dann mal in den Raum gehoben und gesagt, jetzt gucken wir uns doch mal an, was selbst in einem Personenkreis von 10 Leuten passiert, nämlich, wir haben eine skeptische Person und wir haben bestimmt 9 andere, die sagen, ist alles doof, was du sagst. Und es geht eigentlich sofort in die Konfrontation. Und die hat natürlich diesen Menschen auch gar nicht umgestimmt. Was wir dann gemacht haben, ist, uns anzugucken, welche Ängste, welche Sorgen liegen eigentlich dahinter. Und haben eben stärker dieses Klimathema als auch ja, sehr persönliches Thema miteinander besprochen. Uns am Ende wirklich geschaffen, einen vertrauensvollen Raum zu bauen, wo sich selbst dieser Mensch, dem vorher wahrscheinlich auch sonst nicht so viele Leute zuhören, der mal den Raum bekommen hat. Das ist natürlich ein schwieriger Tipp, wenn man das jetzt aufs große Ganze übertragen will. Aber was ich trotzdem wichtig finde, ist, auch wenn man sich die Studienlage anguckt, Maureen Common hat es beforscht, dass die Klimadebatte als spaltend erlebt wird. Und da haben auch zivilgesellschaftliche Akteurinnen eine Verantwortung und müssen sich fragen, welchen Anteil hat vielleicht meine eigene Klimakommunikation denn dazu beigetragen? Und das wäre auch mein Tipp, mein Wunsch, dass wir nochmal schauen,
Können wir unsere Kommunikationsarten nochmal darauf abklopfen, ob wir es eigentlich schaffen, nur mit Für und Gegen zu agieren, oder schaffen wir es nochmal, ein gemeinschaftliches Bild zu zeichnen, ein Narrativ, das in die Zukunft gestrickt ist und wirklich einen Kommunikationsraum aufmachen, der eben nicht nur auf faktenbasiertem, hier die Studien zeigen dies und das, weil das wissen wir schon sehr lange, sondern zu gucken, warum landen denn diese Studien nicht? Und da haben eben auch Aktivistinnen, zivilgesellschaftliche Akteurinnen eine Verantwortung. Die Frage, wie treten wir in unserer Kommunikation nach draußen auf und wie können wir doch das schöne Wörtchen Beziehungsarbeit nochmal stärker in den Mittelpunkt rücken? Vielen Dank. Danke, dass du deine Erfahrungswerte nochmal geteilt hast. Ich finde das eine sehr schöne Frage. Lass uns die gerne nochmal in die Diskussion später nehmen. Und jetzt freuen wir uns noch auf den letzten Kurzinput von Felix. Felix Kröner ist Policy Advisor bei ResetTech. Reset setzt sich für die digitale Demokratie ein. Du bist dort vor allem Spezialist für Plattformregulierung und Desinformation und, wie ich gelesen habe, nebenbei auch bei D64 in der AG Plattform aktiv. Genau, vielen Dank. Also wir bei Reset haben uns im letzten Jahr mit verschiedenen europäischen Wahlen beschäftigt, insbesondere in Spanien und der Slowakei. Wir haben festgestellt, dass Desinformation, Hass und Hetze im Kontext dieser Wahlen mehrere 10 Millionen gesehen wurde. Das heißt, wir blicken auf der einen Seite sorgenvoll auf die europäische Wahl im Sommer. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Digital Services Act ein sehr gutes regulatorisches Rahmenwerk, das, wenn es richtig umgesetzt wird, da auch gut ansetzt und eigentlich gut dafür schützen sollte. Ich gehe im zweiten Teil ein bisschen mehr auf den DSA ein, den Digital Services Act. Davor möchte ich ein bisschen was dazu sagen, was denn Organisationen konkret gegen Klimadesinformation tun können, insbesondere im Hinblick auf die Wahlen. Das sind so zwei Sachen. Zum einen ist es erstmal das Monitoring und zum zweiten ist es eine Anpassung der Kommunikationsstrategien basierend auf diesem Monitoring. Und zwar ist es einfach wichtig, dass Organisationen wissen, welche Akteure verbreiten, welche Narrative, auf welchen Plattformen sind die unterwegs, welche Kanäle werden genutzt. Und insbesondere hier sind auch die MultiplikatorInnen extrem wichtig, weil was wir in diesen Wahlen in Spanien und der Slowakei gesehen haben, ist, dass natürlich Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, auch gewisse Narrative verbreitet oder die auch mitbekommt, aber dass der größte Einfluss geht einfach von Influencern in Anführungsstrichen aus, also großen Accounts, die quasi ganz gezielt bestimmte Desinformationsnarrative verbreiten und das an eine große Zuschauerschaft aussenden sozusagen. In Deutschland zum Beispiel sind es Deutschland Kurier oder verschiedene Channels vom Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann. Die muss man sich auf jeden Fall anschauen. So. Und die Multiplikatorinnen sind deswegen so wichtig, weil, wie wir jetzt anhand dieser sogenannten Bauernproteste sehen, Klimadesinformation natürlich auch eine geopolitische Waffe ist, die gezielt eingesetzt wird. Also in prorussischen Kanälen auf Telegram, aber auch anderen Plattformen, werden die Proteste mit westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine in Verbindung gebracht. Das ist ein total bekanntes Muster, das wir kennen vom Kreml, auch aus anderen Kontexten wie der Energiekrise oder als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Stellt unserer Meinung nach eben Sicherheitsrisiko für die EU dar und gefährdet tatsächlich die Integrität der europäischen Wahl. Und da würden wir uns wünschen, dass die relevanten Entitäten, also BND etc., sich eben explizit auch mit Klimadesinformation befassen, weil es eben diesen Nexus zur Geopolitik gibt. So. Aber in Bezug auf, was Organisationen selber tun können, ist eben dieses Monitoring und darauf basierend eine Anpassung der eigenen Kommunikationsstrategien. Da muss sich gefragt werden, auf welche Narrative oder Inhalte will ich überhaupt eingehen, weil es macht nicht immer Sinn, sozusagen explizit sich auf Diskussionen einzulassen oder bestimmte Narrative noch zu bespielen, sozusagen. Und das muss natürlich noch nach Plattform und Zielgruppe je nachdem angepasst werden. Auf jeden Fall ist es aber wichtig, auch für Organisationen selber Kapazitäten zu schaffen für Reporting und für dafür eben schädliche Inhalte zu melden, weil man sich einfach, muss man offen sagen, nicht auf die proaktive Inhaltsmoderation der Plattform verlassen kann. Leider auch nicht auf die reaktive, wie wir festgestellt haben in unseren Forschungen letztes Jahr. Da wurden nämlich im Durchschnitt weniger als 15% der Inhalte, und zwar sowohl der, die wir nicht gemeldet haben, als auch die wir gemeldet haben, entfernt. Das heißt sozusagen, egal ob man Sachen meldet, oder nicht, die Antwort, die man bekommt der Plattform, ist extrem niedrig. Und da müssen Organisationen sozusagen selber Kapazitäten einsetzen.
Um jetzt auf die regulatorische Ebene zu kommen, war es ja vor dem Digital Services Act so, dass wenn ich eine Plattform nutze, also wenn ich mich bei Facebook zum Beispiel anmelde, werden meine Inhalte entweder entfernt oder moderiert, auf Basis einfach der Regeln, die sich Facebook selber gegeben hat. So. Und mit dem Digital Services Act haben wir das erste Mal ein gesetzliches Rahmenwerk dafür, das da ansetzt sozusagen. Und es operiert hauptsächlich, es hat ganz, ganz viele Provisionen, ich gehe natürlich nicht auf alle ein, aber im Zentrum stehen Risikobewertung und Risikominderung. Also die DSA sagt natürlich nicht, liebe Plattform, diesen Inhalt musst du entfernen und diesen nicht. Da gibt es keine konkrete Liste, sondern der sagt im Kern, Plattformen müssen selber Risikobewertungen erstellen und auf Basis dieser dann Risikominderungsmaßnahmen einleiten. Es läuft zum Beispiel jetzt schon ein Verfahren gegen X, also gegen das ehemalige Twitter. Und in Deutschland ist auch die Bundesnetzagentur schon in den Startlöchern, da den DSA umzusetzen. Ein Problem, das wir sehen tatsächlich, ist, dass Klimadesinformation eben kein systemisches Risiko unter Artikel 34 ist. Das heißt, es gibt so eine Liste unter Artikel 34 zu verschiedenen systemischen Risiken, wie zum Beispiel die öffentliche Gesundheit, die Integrität von Wahlen etc., zu denen Plattformen diese Risikobewertungen durchführen müssen. Leider ist Klimadesinformation da kein explizites systemisches Risiko. Auf der anderen Seite, wie ich schon genannt habe, ist es natürlich relevant für die öffentliche Sicherheit, für den gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall Möglichkeiten, wie der DSA auch auf Klimadesinformation angewendet werden kann. Das ist insbesondere natürlich auch wichtig im Kontext von Gewaltaufrufen gegen Klimaaktivistinnen etc., wie wir es zum Beispiel bei den Protesten der letzten Generation gesehen haben. Es ist super wichtig, zu wissen, dass der DSA natürlich auch auf Algorithmen schaut. Also es ist quasi nicht nur so, dass es um Löschungen geht oder also entweder bleiben Inhalte online oder sie werden gelöscht, sondern es können die Suche erschwert werden nach Klimadesinformationen, es können Inhalte nicht empfohlen werden. Also da gibt es sozusagen einen breiten Fächer an Maßnahmen, die getroffen werden können von den Plattformen, die über Löschungen hinausgehen oder sozusagen Nicht-Löschungen sind, vielmehr gesagt. Wir blicken natürlich mit Sorge auf die Wahl in Bezug auf KI-generierte, also generative künstliche Intelligenz. Das haben wir zum Beispiel in der slowakischen Wahl gesehen, dass einfach Fake-Videos, also quasi Fake-Texte, Fake-Videos gespielt werden. Da sehen wir aber auch, dass die DSA ansetzen kann. Das heißt, wenn man rufe laut nach, jetzt müssen wir AI natürlich auch regulieren, das ist natürlich auch wichtig und richtig. Allerdings ist die größte Gefahr, die wir für Wahlen sehen, eben sind Inhalte, die durch generative AI erstellt werden. Da setzt aber der DSA unserer Meinung schon gut an, wenn er richtig durchgesetzt wird. Wir wünschen uns zudem, dass der Code of Conduct zu Desinformation verpflichtender Code of Conduct unter dem DSA wird. Wir sehen, dass Selbstverpflichtung eigentlich nicht funktioniert. Man würde ja auch in einem Pharma-Kontext oder im Energiebereich eigentlich nicht darauf ausgehen, dass sich Unternehmen einfach selber regulieren. Deswegen finden wir, sollte dieser existierende Code of Conduct, der seit 2022 existiert, auch verpflichtend werden unter dem DSA. Genau, das Gleiche gilt für das Targeting politischer Werbung. Da gab es schon eine politische Einigung zwischen dem Parlament und dem Council. Das halten wir für besonders wichtig, da wir, wie wir in der Slowakei gesehen haben, also Fake-Inhalte sozusagen oft auch, muss man sagen, von Parteien gespielt werden. Also in der Slowakei war das eben die sehr rechte Partei Republika, die quasi Fake-Content gespielt hat und somit das Informationsnarrativ einfach verbreitet hat. Genau. Und wenn ich noch einen letzten Wunsch äußern darf, was wir uns von Reset wünschen, ist eine eigene Behörde, die sich gezielt und spezifisch mit Desinformation beschäftigt, wie sie zum Beispiel in Schweden oder Frankreich gibt, leider noch nicht in Deutschland. Danke. Ja, danke dir, Felix. Ich würde gern Katja und Alexandra wieder zurück aufs Podium holen. Bitte macht doch eure Kameras wieder an. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Ansätze gehört. Felix, du hast ja gerade noch mal so einen Rundumschlag durch die Regulierung gemacht. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal einen Blick drauf werfen. Du hast die Wahlen angesprochen, KI-generierte Inhalte. Alexandra, bei dir ging es vor allem um die Aufgaben. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und fragen, weil wir hier im Publikum mit Sicherheit auch viele Personen haben werden, die ganz konkret wissen möchten, was sie denn tun können. Also was können Sie selbst als Einzelpersonen tun? Das ist ja nicht unumstritten, da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber einmal die Frage und auch, was können vielleicht auch Ihre Verbände oder Organisationen tun? Da lass uns doch mal eine Runde drehen. Wer mag denn anfangen?
kann gerne. Ah, oder Alexandra. Soll ich? Okay, bin ich schon dabei. Genau, also was ich gerade auch in dem Intro angerissen hatte und dann hat es Felix ja auch aufgegriffen, so diese Frage, wie müssen wir unsere Kommunikationsstrategien umbauen? Ich glaube eben wirklich, dass es, also wie ich sagte, von der Reaktion in die Aktion und sich eben auch da damit auseinanderzusetzen, was gerade ein fruchtbarer Austausch ist und dann aber wirklich den auch zu gestalten, also ein ehrliches Kommunikationsangebot zu machen und nicht nur Hauptsache schnell was rausschießen, das ist ganz oft, was wir sehen als Reaktion auf Desinformation, schnell ein paar Fakten hinterher. Wenn wir aber schon sehen, dass das eben nicht überzeugt, dann brauche ich eigentlich mehr Strategie. Das heißt, sich wirklich die Zeit nehmen, auch spezifischer im eigenen Thema. Klima ist ja auch ein Riesenüberbegriff. Also nochmal zu überlegen, welche Rolle spielt die eigene Organisation? Wo tritt sie kommunikativ auf? Und dann wirklich ernst gemeinte, nachhaltig formulierte Dialogräume aufmachen. Das heißt eben nicht nur einen Blogpost, sondern dann auch gucken, was passiert mit der Resonanz. Kann ich vielleicht auch wirklich ins Analoge gehen, kleine Veranstaltungen zu solchen Themen anbieten? Geht ja auch digital. Also es ist, glaube ich, mehr Arbeit, als sich jetzt schnell zu überlegen, wie kann mein nächstes Posting aussehen. Danke dir, Alexandra. Magst du anschließen? Ja, gerne. Also ich glaube, man muss in der Kommunikation sehr stark differenzieren, welche Zielgruppe man gerade anspricht. Gerade im Bereich Online-Kommunikation und gerade wenn es jetzt nicht Organisationen sind, sondern Einzelne, die ja auch oft Lust haben, sich einzubringen, glücklicherweise, ne? Es ist ja eine sehr bekannte Erkenntnis, dass mit Leuten, die sehr eingefleischt an bestimmte Dinge glauben und gerade jetzt halt auch so ein mehr oder weniger geschlossenes rechtsextremes oder verschwörungstheoretisches Weltbild haben, mit denen bringt es halt auch nicht viel zu diskutieren und schon gar nicht online. Und da sollte man ganz ehrlich gesagt auch seine Zeit nicht drauf verschwenden, weil das sind ja auch sehr gezielte Angriffsstrategien, ne? Es gibt ja diese zwei Gruppen. Es gibt diese Leute, die fühlen sich persönlich angegriffen. Die haben das Gefühl, wir wollen ihren kompletten Lebensstil ändern und wollen sich nichts aufdiktieren lassen und so weiter oder fühlen sich so ein bisschen in die falsche Ecke gestellt. Mit denen funktioniert halt so ein empathischer Ansatz, dass man mehr versucht, ihre positiven Seiten auch zu betonen und da wirklich in so eine ehrliche Kommunikation gehen. Aber wie Felix rausgestellt hat und wie wir das ja auch in den vorhergehenden Ausgaben hier gezeigt haben, das ist ja auch eine sehr gezielte, sowohl politische als auch wirtschaftliche Strategie, diese Klimadesinformation. Und da bringt es halt nichts, sich als Einzelne oder als Einzelner aufzureiben. Ja, das muss man halt sehr klar unterscheiden, mit wem spreche ich denn gerade und spreche ich mit dieser Person oder spreche ich für ein Publikum. Was aber wichtig ist im Online-Bereich, wenn zum Beispiel Leute mit Hass und Hetze angegriffen werden, und das passiert ja immer mehr gegen Politiker, Journalistinnen, Meteorologen, Klimaaktivisten, alle, die sich für das Thema einsetzen, da zum Beispiel positiven Kommentar drunter zu schreiben. Das ist was sehr Einfaches, das kann jeder machen, sagen, super Initiative, stehe voll dazu, Klimaschutz ist wichtig oder sowas, ja. Damit eben Leute, die so in der ersten Reihe stehen, da eben nicht nur immer Hasskommentare kriegen und sich dann im Prinzip aus der Debatte zurückziehen, was der Sinn dieser Kommentare ist, sondern auch sehr viel positives Feedback, ne? Und das ist was, das können alle machen. Und dazu braucht man dann halt auch nicht die 10 Quellen zu zitieren, warum der Verbrenner schlecht ist und wie schlimm die Klimakrise wird, sondern einfach so emotional Gesicht zeigen, selbst wenn es im Netz ist, natürlich nicht das echte Gesicht, sondern einfach zu sagen, hier ist auch mal ein positiver Kommentar. Das ist, glaube ich, sehr gut. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind strukturelle Probleme, die zum Teil im Geschäftsmodell der Plattformen angelegt sind, zum Teil in politischen Interessen von bestimmten Ländern und zum Teil in wirtschaftlichen Interessen der Fossilenergie, Energiewirtschaft, die da sehr stark zusammenkommen. Und deswegen muss man, glaube ich, seine Ressourcen sehr gut nutzen. Also dann ist es sinnvoller, wie Katja sagte, in den analogen Veranstaltungen mit dem Nachbarn irgendwie sich nicht streiten, weil er ein SUV hat, sondern eher sagen, boah, wie cool, dass ihr jetzt auch Solar macht oder sowas. Ja, so auf die positiven Seiten gehen und im direkten Austausch mit den Menschen und sich nicht mit irgendwelchen AfDlern oder gezielten Netzwerken im Netz abkämpfen. Danke für die ganz konkreten Vorschläge, Felix. Ja, ich würde mich da anschließen und quasi nochmal unterstreichen, wie unterschiedlich die Ansätze sein sollten, einfach für individuelle Personen und für Organisationen. Also ich finde, Alexandra hat den Unterschied schon ganz gut dargestellt. Ich finde, für Organisationen ist es einfach super relevant zu schauen, wen spreche ich an und auf welchen Kanälen und sich da auch die verschiedenen Kanäle anzuschauen. Zum anderen, das ist sozusagen
glaube ich, das hilft in Bezug jetzt auf die Wahl wahrscheinlich nicht, da ist einfach die Zeit zu knapp, aber darüber hinaus, gerade für große Organisationen, die dafür auch die Kapazitäten haben, lohnt sich schon der Aufbau natürlich auch zu Beziehungen zu den relevanten Regulierungsbehörden, ne? Also der Bundesnetzagentur, dass da einfach die Kanäle sozusagen etabliert sind. Also wenn ich eine Organisation bin und dann mache ich mein Monitoring und dann habe ich eine Liste mit Evidenz, das ist ja ganz oft das Problem, dann weiß man nicht, wohin damit oder man schickt das irgendwie an die falschen Entitäten und da sozusagen etablierte Kanäle zu haben, dass da relativ schnell umgesetzt werden kann. Zum einen für die Organisation selber und zum anderen, dass wir einfach ein Evidenzkörper sozusagen schaffen, also eine Menge an Evidenz haben für die Regulierungsbehörden, um sich auch mit systemischem Risiko zu beschaffen. Das hilft dann vielleicht kurzfristig nicht der Organisation, aber es hilft insgesamt dem Projekt Digital Services Act sozusagen dadurch mittelbar auch der Organisation mittel- und langfristig. Kann ich noch eins hinzufügen? Ich glaube, Katja hat es schon ganz schnell so ein bisschen angeteasert, aber ich weiß nicht, ob es klar durchgekommen ist. Bei Organisationen ist es super wichtig, dass sie verstehen, was dahinter steckt. Ja, also das, was wir jetzt erklärt haben, das sind gezielte Strategien. Das sind nicht nur Leute, die jetzt irgendwie gerade die Ampel doof finden oder Angst haben, dass man ihnen die Heizung ausbaut, sondern da steckt eine gezielte Strategie hinter. Und wie die funktioniert, das hat Jenny King ja auch schon sehr klar erklärt und so, das kann man jetzt ja nachschauen bei uns, mache ich direkt auch noch einen Werbeblock. Das ist halt wichtig, dass diese Organisationen das verstehen und das ihren Mitgliedern auch mitgeben, ja, sowohl den handelnden Personen, aber auch Kommunikation davon dazu machen, wenn es jetzt Umweltschutz- oder Klimaschutzorganisationen sind, die Mitglieder stark sind zum Beispiel, ja, aber auch Fachkreise wissen das zum Teil nicht. Und sich das erstmal selber bewusst zu machen und dann in der Kommunikation, gerade mit Multiplikatoren, mit Journalistinnen zum Beispiel, die das oft auch nicht wissen, das immer wieder deutlich zu machen, wie dass das gezielte Angriffe sind, das ist einfach super wichtig. Das ist der Schritt, der, glaube ich, bei uns noch fehlt und der erstmal der erste Schritt ist, damit Menschen verstehen, dieser Hass und diese Hetze und diese ganze Desinformation, das fällt nicht irgendwie so vom Himmel, sondern das ist eine sehr gezielte politische Strategie. Danke nochmal dafür, Alexandra. Ich glaube, Katja, das ist ja eigentlich auch ziemlich das, auf das ihr in euren Workshops abzielt. Vielleicht magst du ja auch nochmal eure Angebote hier in den Chat posten. Das wäre bestimmt für einige interessant. Ja, gerne. Danke. Ja, also wir haben wahnsinnig viele spannende Themen, die wir uns anschauen können. Eins, das jetzt sehr häufig vorgekommen ist, ist das Thema Wahl. Die Europawahlen stehen vor der Tür. Felix, du hast so die ganze Breite der Regulierungsansätze schon skizziert. Vielleicht können wir es nochmal runterbrechen. Einige, wie jetzt zum Beispiel das Targeting politische Online-Werbung, das wird jetzt ja so kurz vor der Wahl gar nicht mehr so in Kraft treten. Aber worauf können wir uns eigentlich einstellen jetzt vor der Wahl? Also was wird da an Hass und Desinformation, speziell Klimadesinformation kommen? Und wie stark ist da eigentlich unser Regulierungswerk? Also wie gut kommen wir dagegen an? Und das nimmt nämlich auch schon eine Frage aus dem Publikum mit, wenn noch mal jemand auf die KI-generierte Desinformation im Zuge der Wahlen eingehen möchte, wie relevant das wird, das wäre auch sehr spannend. Und Felix, du sagst, willst du gerne anfangen? Sehr gerne. Ja, ich finde, wir müssen, also Reset findet auch, wir müssen uns auf sehr viel Desinformation einstellen, insbesondere auch Klimadesinformation. Interessanterweise, ich hatte natürlich von dem Report des World Economic Forums gehört, das spiegelt auch unsere Ergebnisse wider aus den Kontexten der spanischen Wahl und der slowakischen Wahl, also Klima, Migration, LGBTQ, das sind eigentlich die dominanten Themen, die sowohl Desinformation als auch Hass und Hetze online dominieren. Darauf müssen wir uns einstellen, insbesondere auch KI-generierte Inhalte. Also das ist sozusagen das größte Risiko, was wir sehen, dass politische GegnerInnen diskreditiert werden, Fake News verbreitet werden, also dass Menschen inhaltlich angegriffen werden, als auch dass politische, wie sagt man, die Pläne von Parteien sozusagen missverständlich dargestellt werden, verzerrt werden, etc., dass sozusagen Klimadesinformation im wahrsten Sinne selber weaponized wird sozusagen, um eine bestimmte politische Agenda zu schieben. Da müssen wir uns auf jeden Fall drauf einstellen. Das ist ein großes Risiko, was wir sehen. Wie unser regulatorisches Framework dazu aussieht,
sag ich mal, in Bezug auf die Europawahl ist es natürlich das erste Mal, dass wir einen Use Case haben für den Digital Services Act. Also die ganzen Regeln für die großen Plattformen sind im August letzten Jahres in Kraft getreten. Das ist sozusagen, da wird die Europawahl wahrscheinlich so einer der ersten Use Cases dafür. Natürlich arbeiten noch nicht alle Digital Services Coordinators. Das heißt, so wie der DSA geplant ist, wird er noch nicht zu 100% funktionieren und sozusagen seine Fähigkeiten noch nicht ausgeschöpft werden, voll bis zur Europawahl. Auf der anderen Seite sind in vielen europäischen Ländern ist diese Zivilgesellschaft total aktiv, insbesondere auch in Deutschland, schon Evidenz zu sammeln, sozusagen Kapazitäten aufzubauen, systemisches Risiko zu untersuchen, Evidenz zu sammeln, um Enforcement Procedures gegenüber der Plattform voranzutreiben. Das heißt, es ist noch nicht 100% sozusagen am Laufen, aber ich bin positiv, dass natürlich der DSA bis zur Europawahl auch einen Unterschied macht. Das steht ganz außer Frage auf jeden Fall. Genau. Und noch zum Thema Code of Conduct, einfach um das zu unterstreichen. Der gilt ja schon seit, also es gab davor schon Code of Conduct, gab es einen neuen Code of Conduct seit Sommer 2022 und innerhalb der Zeit zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2023, es hat ein Report, der von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde, wurde Desinformation, die insbesondere vom Kreml verbreitet werden, 165 Millionen Menschen erreicht und es wurde insgesamt mehr als 16 Milliarden Mal gesehen. Also einfach um zu streichen, wie groß angelegt diese Kampagnen sind. Und all das ist passiert, während der Code of Practice schon galt, sozusagen. Das heißt, da ist nochmal einfach um zu unterstreichen, wie wichtig der Digital Services Act ist und wie wichtig es auch ist, dass dieser Code of Practice verpflichtend wird unter dem DSA. Danke. Alexandra, magst du da vielleicht nochmal anschließen? Ja, ich glaube, Felix hat schon sehr, sehr viel gesagt dazu. Ich würde vielleicht eine Sache noch anschließen, wenn wir über den DSA sprechen oder auf Deutsch digitale Dienstegesetz, für die, die mit dem Fachjargon nicht so vertraut sind. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die im Rahmen dieses Artikel 34 der Risikobewertung besonders wichtig sind. Die Europäische Kommission arbeitet ja gerade schon an der Durchsetzung an vielen Dingen, ganz besonders auch am Thema KI-generierte Inhalte. Das ist ein klarer Arbeitsschwerpunkt. Das ist natürlich auch sehr gut, aber das ist nicht alles. Das eigentlich große Problem sind ja eigentlich zwei Mechanismen. Das eine nennt sich interaktionsbasiertes Ranking oder mit dem englischen Fachbegriff Engagement-Based Ranking. Das heißt, je mehr Interaktion, also Teilen oder Kommentieren einen Inhalt auslöst, desto höher wird er gerankt und dann desto mehr Menschen wird er ausgespielt. Es ist leider in der menschlichen Natur so angelegt, dass es negative Emotionen sind, Wut und Angst. Das heißt, alles, was irgendwie bedrohlich wird, wird besonders viel ausgespielt, hat besonders viel Reichweite. Und das ist der Grund, warum man mit Information nie Desinformation schlagen kann. Ja? Desinformation wird immer von mehr Menschen gesehen und das verschiebt natürlich langfristig Mehrheiten in der Gesellschaft. Das ist der Mechanismus, auf den sich meines Erachtens die Kommission in der Durchsetzung jetzt konzentrieren müsste und ganz klar den Plattformen eine Ansage machen müsste, macht mal andere Vorschläge, das geht so nicht. Und das muss noch vor der Wahl passieren, weil es natürlich vor den Wahlen gerade von Desinformationsakteuren und ganz offen sein auch rechtsextremistischen Parteien eben ganz besonders, rechtsextremen Parteien ganz besonders stark genutzt wird. Und der andere ist das Targeting, dass man diese Desinformation halt erstmal in die Gruppen ausspielt, die das sowieso glauben, die besonders anfällig sind und die das dann millionenfach verbreiten, bis es dann irgendwann von selber viral geht und in die Medien überspringt, ne? Bevor man eben das Debunking machen kann, also sagen kann, das ist totaler Blödsinn und es beweisen kann. Und wenn halt eine Sache von 10 Millionen Menschen geteilt wird, dann ist es eine journalistische Nachricht und dann springt es in die Medien und wird dann von allen gesehen. Und diese beiden Kreisläufe muss man halt unterbrechen, ja, dieses interaktionsbasierte Ranking. Und das Targeting nach politischen Interessen zum Beispiel ist jetzt schon verboten, aber die Durchsetzung wird halt immer noch nicht gemacht. Das wäre auch dringend. Und deswegen wäre es halt auch wichtig, dass gerade wenn hier große Organisationen und Verbände dabei sind, dass man sich darüber informiert. Ich kann da gerne auch noch Infos geben, Felix von Reset mit Sicherheit auch, und sich einfach mal zusammenschließt und mal einen Brief an die Kommission schreibt und sagt, das sind die beiden großen Sachen, ja, damit die Schwerpunkte richtig gesetzt werden, weil nur so können wir das Problem wirklich strukturell lösen. Also ich kann da gerne noch weiter Input geben, aber das sind die Sachen, die wir mit dem DSA jetzt eigentlich machen könnten und die noch nicht gemacht werden, die aber wirklich der Gamechanger sind, die wirklich die Situation vor der Wahl verändern können. Wenn ich noch ganz kurz daran anknüpfen darf, ja. Was super wichtig ist, einfach
um vielleicht etwas vorauszugreifen, was man irgendwie dem, was du gerade gesagt hast, Alexandra, was man darauf antworten könnte oder was ich schon auch gehört habe, natürlich oft in Diskussionen ist zu sagen, okay, aber wollen wir denn, dass die Politik sozusagen den Feed kuratiert? Ne? Also wollen wir, dass da eingegriffen wird, diese Feed-Kuration? Und sozusagen, es ist ja so, dass die Plattformen jetzt schon kuratieren. Es ist eben nicht so, dass das, was wir auf diesen Plattformen sehen, einfach passiert, sondern wie Alexandra gesagt hat, es wird kuratiert nach Monetarisierung. Also das, was am meisten Leute auf der Plattform hält, was am meisten Engagement und Rage und so generiert, das wird den Menschen in den Feed gespult. Und da sozusagen eine Counterbalance zu schaffen. Und ich verstehe total, dass Menschen dann zuerst denken, oh, ich möchte nicht, dass die Politik in den Informationsfluss eingreift sozusagen. Aber es ist vielmehr, dass bisher eben Plattformen und Corporations machen, private Firmen, und da im öffentlichen Interesse einfach gegengelenkt werden muss. Danke, Felix. Katja, du willst auch noch mal anschließen? Ja, total gerne. Also erstens Zustimmung. Also die Fragen sind eben auch Fragen, wie wollen wir überhaupt unsere digitalen Räume gestalten? Und das sind eben auch Fragen, die nicht wir, ich zumindest nicht, vielleicht Alexandra Giese schon mal eher, aber ich zumindest nicht alleine irgendwie entscheiden oder steuern kann. Neben dem würde ich mir trotzdem wünschen, und das ist jetzt ungeachtet der Wahlen, es hat sehr viel mit den Wahlen auch zu tun, es ist ein besonders wichtiges Jahr, aber dass wir schon auch nochmal den Shift hinkriegen in eine konstruktive Debatte um Verluste. Weil ich glaube, auch gerade am Klimathema ist es einfach so, dass wir nicht auf der Welt weitermachen können wie bisher. Es werden Menschen auch Dinge verlieren, es wird sich auch so anfühlen und ich glaube, dass das eine gute Moderation braucht und eine wirklich, also das ist keine Debatte, die wir mal eben so wegstecken, sondern da müssen wir, glaube ich, alle uns überlegen, wie können wir das so gestalten, also neben dem, dass Klimaschutz sozial verträglich umgesetzt werden muss, aber eben parallel zu gucken, wie können wir nochmal dieses Framing Wohlstand, ja, ist überhaupt Wohlstand, allein dieses Standwort da drin gefällt mir irgendwie nicht. Also geht es nicht vielmehr um, wie geht es uns in einer Welt, die einfach sich so sehr verändert und sie wird sich weiter verändern. Und ich glaube eben, dass so ein negatives Wort wie Verlust etwas ist, wo wir gerne wegschauen. Und ich glaube, wir müssen da auch als Akteurinnen nochmal stärker hinschauen und sowas auch anstoßen, um dann wirklich irgendwann bei einem Ergebnis zu landen, das uns weiterbringt. Danke. Ich würde jetzt gerne noch mal auf einige Zuschauerfragen eingehen. Hier sind sehr, sehr viele. Ich versuche sie so ein bisschen zu bündeln. Eine Sache, die ihr gerade angesprochen habt, ne, die Mechanismen auf den Plattformen, ist hier so ein bisschen grundsätzliche Frage von zwei Personen, die einmal fragen: Sollte man aus eurer Sicht in den Medien Insta, TikTok und Facebook aktiv sein oder diese Medien eher meiden, um eben anderen nicht noch mehr Gelegenheiten für Hasskommentare und Lügen zu bieten? Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, da könnt ihr bestimmt einen guten Ratschlag geben. Und eine Person fragt auch nochmal, bittet um ein Statement. Ne? Warum sollten wir eigentlich diese Big Tech-Plattform so unterstützen, auch wenn wir eben hier mit diesen Mechanismen und wie ist es hier genannt, Datenkraken zu tun haben. Das wäre nochmal schön, wenn ihr darauf kurz eingehen könntet und euch möglichst kurz halten, weil wir noch sehr viele Fragen haben. Ja, ich wusste nicht. Okay. Also unterstützen tun wir sie ja nicht. Die existieren unabhängig von uns. Das ist ja nicht so, dass wir sie ins Leben gerufen haben und irgendwie finanzieren würden. Ganz im Gegenteil. Was wir halt in Europa jetzt zum ersten Mal weltweit gemacht haben, ist wirklich eine wirksame Regulierung. Und auch eine kluge Regulierung, die nicht sagt, das und das ist jetzt illegal und das wird irgendwie wegmoderiert oder so, sondern dafür gilt weiterhin das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten, sondern eine Regulierung, die darauf setzt, auf Transparenz, was passiert da eigentlich, und auf dann die Möglichkeit, besonders schädliche Mechanismen zu ändern in Zusammenarbeit mit den Plattformen, aber mit natürlich auch ganz klaren Sanktionsmöglichkeiten am Ende, ja. Und ich halte das ist so eine dynamische Regulierung, mit der man dann eben auch auf neue Gefahren eingehen kann, die aber auch eben nicht nur die Inhalte betrachtet, sondern das gesamte Geschäftsmodell und das gesamte Design, die Algorithmen, also wie da ausgewählt wird, was Leute sehen und sowas. Und dass wir das jetzt überhaupt mal aufbrechen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Soll man da aktiv sein oder nicht? Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung und das ist auch eine super schwierige Entscheidung, gerade für mich zum Beispiel als Digitalpolitikerin mit einem sehr kritischen Blick auf diese Plattform.
Im Endeffekt ist es halt doch der, die sind es halt doch die Kommunikationskanäle, mit denen man Menschen erreicht. Und ich glaube, da muss dann jeder auch so ein bisschen eine individuelle Entscheidung treffen, auf welcher Plattform man noch ist und auf welcher nicht. Also auf X zum Beispiel finde ich, also muss halt jeder selber wissen, das ist halt wirklich problematisch. Also ich habe zum Beispiel kaum noch Reichweite. Von mir sind gestern, ich konnte gestern eine ganze Reihe von Demo-Berichten aus meiner eigenen Stadt nicht sehen, weil die unter einem Jugendschutzvorbehalten standen. Das ist schon richtig krass, wie da eingegriffen wird, ja, und wie da aktiv eben im Prinzip die Feeds so gesteuert werden, dass rechtsextreme Inhalte oder Desinformation einfach viel mehr ausgespielt werden. Das Problem ist aber halt auch, wenn man nicht mehr da ist, dann sind die anderen sind halt da. Ja, also das erleben wir ganz stark auf TikTok. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal gesehen, dass Grüne, dass jungen Wähler, Erstwähler vermehrt AfD wählen, was wir vorher in dieser Altersklasse eigentlich nicht hatten. Und es gibt halt einige, was darauf hinweist, dass das damit zusammenhängt, dass die AfD in diesem Kanal besonders stark sind und die anderen Parteien und der Rest der Politik sich aufgrund dieser chinesischen Problematik auf TikTok bisher da sehr dezent zurückgehalten hat. Aber wenn man dann eine bestimmte Altersgruppe oder eine bestimmte Personengruppe mit seiner Kommunikation gar nicht mehr erreicht, hat man natürlich auch ein Problem, ne? Und deswegen wäre meine Anregung für Organisationen, sich sehr sorgsam auszuwählen, auf welchem Kanal sie präsent sein wollen. Man muss nicht irgendwie immer alle 6 oder 7 bespielen, sondern 1 oder 2 auszuwählen, wo die Bevölkerungsgruppe ist, die man ansprechen will, und das dann wirklich aber sehr gut auch zu machen, ne? Und so ähnlich auch so ein bisschen für Einzelne, ne? Das muss man selbst entscheiden. Man muss nicht überall sein. Das hat, glaube ich, auch psychische Folgen, die man nicht immer haben will. Man muss sich da auch gut selber schützen, aber sich grundsätzlich zurückzuziehen, ist keine politische Form der Handlung. Das ist eben da, wo gerade öffentliche Meinung sich bildet. Und wir sind dafür zuständig, dass diese Strukturen sich ändern und besser werden, sodass alle gesehen werden und gerade auch Informationen. Aber wenn sich alle zurückziehen, die anderen bleiben halt. Danke, Felix. Katja, wollt ihr noch was anschließen oder wollen wir in die nächste Runde gehen? Okay, wunderbar. Es gibt jetzt noch eine kleine Mini-Regulierungsfrage und dann gehen wir noch mal einen Schritt wieder zurück. Das fände ich nämlich politisch, fände ich nämlich auch noch mal interessant. Hier fragt jemand, wie sich denn genau das Targeting jetzt politisch regulieren lässt, denn das Verbot von personalisierter Werbung hat es ja leider nicht in den DSA geschafft. Da würde ich tatsächlich auch an Alexandra weitergeben. Ja, gerne. Sieht da besser aus. Ja, das ist ja wirklich mein Fach. Also das Verbot kompletter personalisierter Werbung hat es nicht geschafft. Es ist aber sozusagen zur Hälfte drin. Wir haben ein Komplettverbot für Daten von Minderjährigen und wir haben Verbot für sensible Daten, also für Targeting von Werbung allerdings, nicht von Inhalten, ja, von Werbung, anhand von sensiblen Daten. Und das sind eben so Dinge wie politische oder religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, aber auch Gesundheitsdaten, die halt sehr massiv genutzt werden, um zum Beispiel an besonders ängstliche Menschen oder Menschen mit psychischen Problemen besonders angstmachende Inhalte auszuspielen. Und so, das ist jetzt schon verboten. Da fehlt es noch an Durchsetzung. Das könnte man aber sofort durchsetzen. Und das ist halt, also man weiß noch nicht so genau, wie scharf das Schwert ist, weil man natürlich auch anhand von Altersgruppen und Wohnort sehr gut targeten kann, ja, und so ein bisschen weiß, wie Leute drauf sind. Es ist aber dahingehend ein scharfes Schwert, dass man zum Beispiel bei Facebook weiß, dass die ihre Daten überhaupt nicht so sortiert haben nach sensiblen Kategorien oder nicht, ja. Das heißt, die müssten schon komplett ihre ganze Datenverwaltung umstellen, ne? Das ist schon interessant, dieses Schwert einfach mal einzusetzen und zu schauen, was passiert. Das Zweite ist, dass sich im Rahmen dieser Kampagne, die ich da mit vielen Organisationen angestoßen habe in Europa zum Verbot von personalisierter Werbung, auch die Europäische Kommission die wirtschaftlichen Aspekte viel genauer angeguckt hat und gesehen hat, wie es da im Prinzip ein Duopol gibt, was den ganzen Markt kontrolliert der Online-Werbung, was aus Google und Meta besteht. In Deutschland ist es in erster Linie Google, die also so 80 bis 85% der Werbeeinnahmen online kontrollieren, was natürlich auch bedeutet, dass die gesamte Presse auch komplett davon abhängig ist, ja. Und da gibt es jetzt eine Reihe von Studien, eben auch nicht nur irgendwie aus dem linken oder grünen oder progressiven Bereich, sondern auch von eher marktorientierten Wirtschaftsprofessoren und so, die eben aufzeigen, dass das total schädlich ist für unsere Presse in Europa, für unsere Werbewirtschaft in Europa.
Und da wird sich die Kommission mit Sicherheit in der nächsten Legislaturperiode nochmal Gedanken darüber machen, wie man eben das Online-Werbemodell ändern kann, dass es nicht mehr auf persönlichen Daten beruht, sondern eher auf dem Kontext, in dem eine Anzeige ausgespielt wird. Ne? Das ist jetzt, ich weiß, das ist eine bisschen komplexe Antwort, aber die Frage war sehr spezifisch. Ich glaube, wir haben mit dieser Kampagne so ein halbes Verbot bekommen und eine enorme Bewusstseinsschärfung für die generellen Gefahren, die damit einhergehen. Und das müssen wir jetzt in die nächste Legislaturperiode tragen und da weiter dran arbeiten. Und eben auch mit anderen Partnern. Danke nochmal für die Erläuterung. Ich glaube, ein Punkt, der auch sehr viele hier bewegt hat, so sehe ich das auf jeden Fall in den Fragen, ist das, was du, Katja, angesprochen hast am Anfang, nochmal zum Thema Kommunikation. Wir wissen eigentlich schon so wahnsinnig viel über die Ursachen und wie hast du es gesagt, warum landen wir eigentlich mit den Studien nicht? Ich würde hier gerne mal ein paar Fragen zusammennehmen. Also einmal fragt hier Martina Lila Oblong, es geht um Emotionen, nicht um Fakten. Viele Menschen haben Angst, dass ihnen etwas weggenommen wird, gehört in der Kommunikation nicht nach vorne, was wir alle gewinnen können. Lebensqualität, Gerechtigkeit. Dann fragt eine Person, wie könnte Mensch und Organisation in euren Augen denn gut Klimainformationen kommunizieren, ohne dass sie untergehen? Und eine Person hat auch was ganz Konkretes vorgeschlagen, vielleicht Gamification als Kommunikationsmittel. Katja, magst du da mal drauf eingehen? Ja, gerne. Ich fand das gerade sehr schön, was du die eine Frage oder das Statement, dass eben die positiven Aspekte in den Vordergrund gehören. Das sehe ich total auch so. Ne? Ich glaube nur, dass man eben nicht komplett darüber hinwegspringen darf, dass auch manche Menschen was verlieren. Da sind wir aber dann auch in der Privilegiendebatte. Ja, also das ist dann wieder auch weiter weg vom Klimathema. Aber absolut. Und dieses, wie können Menschen dafür sorgen, dass Informationen landen, das ist ein altes Tool, Storytelling. Also wir Menschen erzählen uns gerne Geschichten und ich glaube, Geschichten zu erzählen, die eben in einer Welt, sage ich mal, stattfinden, in der schon vielleicht eine Klimagerechtigkeit herrscht. Ja? Also sowas Visionäres, in die Zukunft gerichtetes, was aber gleichzeitig etwas mit mir persönlich zu tun hat. Wenn ich das schaffe, als Klimaorganisation, vielleicht auch als Politikerin, das stärker ja, anwendbar oder vorstellbar zu machen, dann habe ich viel gewonnen. Und eben auch weg von dem reinen, du alleine musst es machen, weil wir wissen alle, die Plastiktüte jetzt nicht mehr zu verwenden, wird leider das Klima nicht retten. Und zugleich ist aber vielleicht die Entscheidung, welche Partei ich wähle und inwieweit ich eben für eine grüne Zukunft stimme, da habe ich da doch eine große Stimme in der Demokratie. Also ja, das waren jetzt viele, viele Dinge, aber ich glaube, grundsätzlich positive Geschichten zu erzählen und aber nicht den Teil wegzulassen, dass es eben auch einen Shift braucht, der vielleicht hier und da auch ein bisschen schmerzlich sein wird. Danke. Felix, Alexandra, wollt ihr da nochmal anschließen? Ich würde vielleicht nur nochmal unterstreichen, dass das Storytelling wichtig ist und ich glaube, oft vergessen wird, sozusagen, ne, wenn wir quasi über Desinformation reden. Das Gegenteil ist dann nicht eine ganz trockene, sozusagen rationale Studienvorstellung, ne, sondern sozusagen Storytelling kann stattfinden, ohne dass Sachen verzerrt werden. Also sozusagen, ich glaube, es ist möglich, faktenbasiert zu kommunizieren und trotzdem Storytelling-Elemente einzubinden, auf jeden Fall. Also ich hätte nochmal zwei Sachen. Also Storytelling auf jeden Fall. Das ist auch, ich habe ja viel Wahlkampf in Schulen gemacht, so mit Podien, wo dann 2019 oft so der politische Wettbewerber, es waren meistens Männer, sagte, naja, aber das war so die Fridays for Future Zeit, ne? Und da saßen dann halt im Publikum auch viele, die da engagiert waren. Und die bekamen dann oft den Vorwurf, naja, ihr kommt ja auch nicht alle mit dem Fahrrad zur Schule. Und es war einmal ganz lustig, weil auf einem Podium, da lag diese Schule wirklich an einer riesigen vierspurigen Straße, wo die Autos mit 80 drüber donnerten, mitten in der Stadt, ja, wo also jeder Versuch, da mit dem Fahrrad hinzufahren, im Prinzip so ein Suizidversuch war. Und ich dann halt nochmal gesagt habe, naja, es ist unser Job als Politik, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Und ehrlich gesagt, ich würde mein Kind da auch nicht mit dem Fahrrad auf so eine Straße schicken. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also man muss mindestens eine Spur nehmen, die baulich trennen. Und wie viele von euch würden denn dann mit dem Fahrrad kommen? Und dann gingen natürlich die Hände hoch. Ne? Das sind so diese positiven, du musst halt auch so Bilder entstehen lassen, wie schön eigentlich Städte gerade wären. Das funktioniert natürlich auf dem Land ein bisschen weniger, ne? Aber so in den Städten, gerade so im Verkehrsbereich, funktioniert es schon.
Was aber auch wichtig ist, ist, dass wir die Diskussionsräume erweitern und offen halten, weil wir wissen ja aus allen Studien, dass meistens Frauen sehr viel positiver eingestellt sind gegenüber gerade so Klimaschutzmaßnahmen aus dem privaten Bereich, so Sachen wie öffentlichen Verkehr nehmen, anstatt das Privatauto oder zu Fuß gehen oder so, machen einfach Frauen viel mehr als Männer. Und sie haben auch eine positivere Einstellung und sind auch mehr bereit, ein bisschen Zeit zu investieren für nachhaltigere Produkte und Ähnliches oder so einen nachhaltigen Lebensstil. Genau diese Frauen trauen sich aber oft gerade im Internet, aber auch in analogen Sitzungen nicht zu reden, weil sie halt entweder mit Hass und Hetze niedergemacht werden, gerade im Netz oder mit Angriffen auf ihr Gewicht und ihr Aussehen und so weiter, ja. Und oft auch, wenn es so, ja, so Bürgerinformationen oder sowas gibt, die sind halt auch oft sehr dominiert von einer bestimmten Personengruppe, die es gewohnt ist, gehört zu werden und sich dann auch das Wort verschafft, ja. Also zu gucken, wie kann man auch Beteiligungsprozesse so gestalten, dass gerade auch Frauen, dass Menschen mit geringerem Einkommen, die oft kein eigenes Auto haben zum Beispiel, dass die da auch wirklich zu Wort kommen und gehört werden. Weil es sind total unterschiedliche Ergebnisse, ob man einfach mal einlädt und guckt, wer dienstags um 18 Uhr Zeit hat, ja. Da sind nämlich ganz andere Personengruppen, als wenn man wirklich irgendwie versucht, eine repräsentative Gruppe einzuladen, ne? Und deswegen ist im Internet auch der Kampf gegen Hass und Hetze so wichtig, weil es halt zuerst die Frauen und die jungen Menschen sind, die angegriffen werden und die aus den Debattenräumen rausgehen. Und das sind aber eigentlich genau die, die solche Maßnahmen unterstützen. Und das verzerrt so den Eindruck, was gibt es denn eigentlich für eine Mehrheitsmeinung? Danke. Dann in Anbetracht der Zeit können wir noch eine letzte Frage rannehmen. Und zwar geht es da nochmal um die Frage nach ja, Zusammenarbeit, Kooperation. Wie können wir uns besser koordinieren? Ich glaube, Katja, das ist auch für dich ein großes Thema. Reset und Better Place, ihr arbeitet ja auch zusammen, ne? Ihr habt ja auch selber Allianzen, an denen ihr arbeitet. Eine Person fragt, gibt es Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen, die sich ebenfalls mit Falschinformationen, Wissenschaftsfeindlichkeit beschäftigen und ja, wie schaffen wir das vielleicht auch mit Allianzen letztlich mehr Breitenwirkung im Kampf gegen Desinformation zu erzielen? Ja, ich kann da gerne starten. Also wir haben das auf jeden Fall vor. Also wir glauben, es ist total wichtig. Wir nennen das Allianz für die resiliente Informationsgesellschaft, also auch hier das Zukunftsbild, das Positive, damit zu starten und eben unterschiedliche Perspektiven ja in ein koordiniertes Handeln zu bringen, weil diesen Kampf gegen Windmühlen vereinzelt können wir nicht gewinnen, ja. Und die Frage ist ja, wie können wir gemeinsam auch ein größeres Bild überhaupt des Problems uns erstmal verschaffen? Und sowas, das glauben wir, kann eben eine Allianz leisten. Und wo Felix, du jetzt gerade schon die Behörde formuliert hast, das finde ich ein total gutes Zukunftsbild. Und weil wir das vielleicht nicht die nächsten Monate auf die Straße bringen, glauben wir eben so eine Allianz aus vielleicht zunächst zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, grundsätzlich offen dann auch, dass man das dran baut, dass eben Akteurinnen aus der Wirtschaft mitmachen können, aus der Politik, muss man dann auch schauen, wie man das organisch wachsen lassen kann. Aber dass man eben in einem Zusammenschluss Ressourcen bündelt, jede Organisation ehrlich draufschaut, was können wir eigentlich besonders gut, was können vielleicht andere besser und eben gemeinsam mehr Schlagkraft entwickelt. Das ist auf jeden Fall was, was wir vorantreiben wollen. Um da kurz anzuknüpfen, das ist insbesondere auch relevant für die Umsetzung des DSAs, weil natürlich der Zivilgesellschaft auch eine konkrete Rolle zukommt im Rahmenwerk des DSAs sozusagen. Und wenn sich da verschiedene Akteure zusammentun, gerade auch über Ländergrenzen hinweg, dann werden da Kräfte gebündelt und das ist wichtig und richtig. Danke euch beiden. Alexandra, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich schließen, es sei denn, du hast noch ein, ja, sehr gut, dann ja, haben wir eine Minute vor. Ich möchte euch ganz herzlich danken, es ist auf ein riesengroßes Interesse gestoßen, wir haben noch wahnsinnig viele Fragen offen, ich würde fast sagen, vielleicht machen wir noch mal so eine Runde und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt, für eure Inputs, danke für die rege Publikumsbeteiligung und danke natürlich auch an unser Orga-Team, Christine und Anna, an die DolmetscherInnen und unseren Technik-Support. Und ganz zuletzt noch ein kurzer Werbeblock. Nächste Woche findet bei uns eine Veranstaltung zu nachhaltiger künstlicher Intelligenz statt. Am Montag kann auch per Livestream verfolgt werden. Dazu kommt gleich nochmal der Link im Chat. Ist schon drin. Und damit wünsche ich jetzt allen noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Danke allerseits.